Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von Craft Attack. Hallöchen. Mit dabei ist heute die liebe Eve. Hallo. Das war jetzt ein bisschen... Alter. Eve, folgendes. Was hältst du davon, wenn wir an deiner Kackbutze weiterarbeiten? Bitte koch mehr. Was geht hier ab? Was ist hier los? Was ist das, hä? Was? Bitte koch mehr? WTF? Ich hab im... Ja gut, okay. Ich geh kurz den Stuff holen, Alter. Ich hab nämlich noch quarzelig gefarben, dann können wir das nämlich oben fertig machen. Ja, bitte koch mehr. So richtig geile Aussage. Bitte koch jetzt mehr. Los. Das war Kevin. Folgendes, natürlich. Ja, safe war das Kevin, Alter. Kevin hat, glaube ich, zu der Zeit, wo wir gerade sprechen, also zu der Zeit, wo ihr das Video seht, ist Kevins 12-Stunden-Stream schon vorbei, sonst würde ich euch gerne dahin einladen. Da ist er, Alter! Mark! 2 Marks! Hallo? Nein! Sag mir nur, dass irgendein Mensch das nur von außen gewesen ist. Och nein! Och Mann, nee! Ich habe nichts damit zu tun. Ich schwör's dir. Ich habe 2 Eisengolems. So, du Pissschnee, Mann, verpiss dich, Alter! Jetzt ist hier überall Schnee! Och Mann! Was ist das denn? Ich bin das gefährliche Schlamm. Och Mann! Wieso trifft es mich? Oh, ich pack's heute nicht. Was ist das, Danny? Alter, was ist das? Was soll das? Was steht hier? Fleisch und Spiele, was? Das war... Ey, was ist da drin, ne? Ich weiß es nicht. Ich geh mal lieber weg. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier kommen mehrere Trolls zusammen. Ich glaube, hat jemand das Netherportal geschützt, damit wir nicht Schneemänner im Nether haben. Ach, ist das jetzt ohne Witz? Mein Garten ist immer noch unbeschadet, immerhin das, aber... Ey! Also, wenn ihr live streamt... Welche Missgeburt ist das denn gewesen, Mann? Auch über noch oben, oder was? Jetzt kommt er ganz harmlos. Hey, alles fit? War das Kevin? Darf ich nichts zu sagen? War das Kevin? Darf ich nichts zu sagen? Eve, Alter, wenn das schon bei dir gewesen ist, Mann... Vielleicht. Eve, sag mir bitte, ob du mitbekommen hast, ob es Kevin gewesen ist. Ich kann es dir nicht sagen. Eve, wenn ich ihn jetzt verrate... Sogar im Dachgeschoss, Mann! Revi, wenn ich ihn jetzt verrate, dann musst du mich unter königlichen Schutz stellen, weil sonst... Er hat einfach jedes Fenster mit Erde zugebaut, dieser Bastard! Von außen auch, oder was? Och, Mann! Kevin ist da. Das ist mega uncool. Kevin, Alter, bist du irgendwie auf den Kopf gefallen? Was ist los? Kevin, bist du das in meinem Haus gewesen? Hä, was in deinem Haus? Kevin, hey, was in deinem Haus? Hey, was in deinem Haus? Kevin, warst du das in meinem Haus? Ich habe nichts getan, Junge. Ich bin den ganzen Tag bin ich am Farmen. Ich habe dir dein Looting 3 Buch gemacht, ja? Und so ein Kram. Und du kommst hier, holst mich in Teamspeak und beschuldigst mich. Hör mal, ich habe dir schon gesagt, das mit Gott. Kevin, bitte. Ich habe für dich gebetet, ohne Witz. Alter, Kevin. Ja, bitte. Ich weiß ganz genau, dass du gerade deinen 12-Stunden-Kackstream machst und Gemba im Moment bei 24 dir ist. Stunden. Bei mir ist nicht Gemba, nur Gott ist hier. Gott ist da. Ich dachte, es wären 12 Stunden. Für dich heißt das immer noch Gott, Revi. Och, Gemba, halt deine Fresse, Mann, ohne Witz. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Wart ihr das hier? Wieso wir? Gott hat mir das befohlen. Och, Gemba, du bist so ein Stück Scheiße, Mann. Wieso? Ich hab eben noch diesen Scheiß-Film geguckt. Für dich immer noch Gott. Weißt du, was ich höre? Weißt du, was ich höre von Gemba? Die Worte, ja, was Revi da so macht, finde ich ja nicht gut. Und dann habe ich ausgemacht, weil ich dachte, okay. Junge, mein komplettes Haus ist wieder verhunzt, Alter. Oh, ich pack's nicht, ey. Ich pack's heute einfach nicht. Schweig, du Sünder! Gemba, ohne Witz, warum bei mir? Warum nicht bei Petrus oder sowas? Die Lektion von letztem Mal hat ja nicht gewirkt. Junge, beim letzten Mal habe ich auch nichts gemacht! Ich krieg einfach ständig Schellen ohne Grund! Alter! Guck dir mal mein Haus an! Ihr habt sogar von außen die Fenster mit Erde zugebaut, die Zurückgebliebenen! Ja, das ist, du sollst das Licht in dich hineinlassen. Das Licht muss in dich hineinfahren. Ja, hätte ich ja gerne gemacht, wenn die Fenster offen wären, du Affenkind. Ja, wenn du die jetzt freimachst, fährt das Licht in dich hinein. Du sollst ja zurückfinden zum Licht.
Ja. Oh. Ich war nie vom Licht weg, bis ihr es mir genommen habt, ihr Affen. Was wollt ihr von mir? Ihr fangt mich ja mal richtig ab. Och Mann, Alter. Und über diese verkackten Schneemänner, ich schwöre es euch, ich sage euch jetzt eins. Ich werde safe all dieser Kack-Schneemänner übersehen. Und ey, an jedem Scheißfenster ist die Erde. Ich kotze gleich im Strahl, Mann. Und Yves lacht die ganze Zeit nur gräßig vor sich hin. Was machen deine Zuschauer gerade? Finden die wieder witzig, ne, Kevin? Lachen gerade alle wieder bei mich. Ha, ja, die schreiben Leute, die wie haha. Nice, Kevin, guter Gott. Der Hurensohn, haha, guckt doch die Idioten an. Och Mann! Das ist an jedem scheiß Fenster. Wie viel Arbeit ist das bitte gewesen? Boah, eigentlich wollte ich dir gerade helfen, aber ich habe keinen Bock mehr. Du bist so eine Scheiß. Was? Ich hab schon angefangen. Es ist so anstrengend, aber weil die immer wieder mehr Schnee machen, die Schneemänner. Ja, ihr müsst die Schneemänner umbringen. Kevin, sag mir bitte warum. Sag mir aus welchem Grund. Ich hab keine Ahnung, die Schneemänner waren auf einmal da, weil die gedacht haben, das Meet in Play findet statt. Die wollten Autogramme. Kevin, Alter. Die waren halt alle Chains. Kevin. Was ist das denn? Warum, Mann? Jetzt pass doch auf. Ich bring die alle um. Ja, aber es brennt in deiner eigenen Butze. Jetzt hör doch auf. Kleinen Spackus, Alter. Ey, was ist das hier? Och, Rivi. Was ist in dem Raum hier passiert? Was ist denn passiert? Och, die Mann, Leute, geschützen. Ohne Witz. Kevin, sag mir bitte einen triftigen Grund, warum du das getan hast. Gott hat zu mir gesprochen. Der Kevin, halt, du kannst du nicht jeden deiner geisteskranken schizophrenen Taten damit rechtfertigen, weil Gemba, aka Gott, dir sagt, was du das machen sollst. Ja, wenn aber Gemba ich kann mich dir nicht sagt, gegen den wehren. Nein, wenn Gemba sagt, Kevin, steck dir deine eigene Zunge in den Arsch und dreh sie viermal rum, dann machst du das ja auch nicht. Doch, das habe ich schon regelmäßig gemacht. Weil fast jeden Tag. Ich hatte vor, Yves Haus weiterzubauen. Weißt du das, Kevin? Genau, und jetzt, eigentlich hast du mich damit getrollt. Warte mal, Gott hat gesagt, ich sollte das hier geben. Das ist von ihm noch. Ja, geht doch. Dankeschön. Sehr nett. So, ich werd mir jetzt gleich ein OP-Schwert machen, Kevin. Hilfst du mir dabei? Kann ich machen, ja. Brauchst du Sharpness 5? Ich brauch alles, Alter. Ich brauch alles. Ich hab alles. Sharpness 5 können wir traden, kein Problem. Ich mach jetzt erstmal hier mein Haus auf. Auch Vordermann hier. Och Mann, Alter. Vor allen Dingen... Wieso laufen hier Hühner rum? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sind auch deine Fans. Die haben halt richtig gefeiert. Ja, Mann. Also, eins muss man dir lassen, das sieht Sevi, aus ne? Wie nach der räudigsten Hausparty des Jahrtausends hier drin, Alter. Wir haben uns gedacht, sieht aus wie das Brothers Bukake Fest 2016, was hier passiert ist, Alter, ehrlich. Nachdem Balui gestern dich so fertig gemacht hat wegen deinem Event, haben wir uns gedacht, so, ja komm, also wenn die Leute sagen, Revi ist nicht in der Lage, irgendein fettes Event zu organisieren, also die besten Hauspartys, die organisiert er auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, weil ich doch sehr viel mit zu tun hatte jetzt gerade in dem Fall. Wieso habt ihr Grasblöcke genommen? Seid ihr zurückgeblieben? Ey, du hast das Schild jetzt einfach entfernt, das ist Schlammi gewesen. Kevin, weißt du, was da jetzt das war das Schlammmonster. Das hat sich. Kevin, Alter, was ist das für ein Live, ey? Ja, du bitte. Du hast safe irgendeine geistige Einschränkung. Da ist irgendetwas schiefgelaufen. Nein, das ich war. Ich weiß zwar noch nicht. Was? Rechtfertige es nicht damit, dass Gott das zu dir gesagt hat. Das waren alles die Pläne von Gott. Ich hab die nur ausgeführt. Das heißt, was machst du, Kevin? Jetzt bitte beschreib mir, was du diese ganzen 6 Stunden, die du jetzt gestreamt hast, oder 5 Stunden, die ganze Zeit schon gemacht hast. Ich hätte auch eine Idee. 4 Stunden habe ich an deinem Haus getrollt. Und 4 an meinem, oder was? Nein, an deinem habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Das fand ich sogar witzig, weil da steht Kochmeer. Aber sowas kannst du 2016 nicht sagen, Kevin, weil Feminismus ist stark, du weißt. Ich muss ehrlich sagen, als ich das gemacht habe, hatte ich schon Angst, dass du sowas anfängst, so hier auf Twitter, weißt, dass die Leute mich anbeefen oder so. Asi-Aktion ist Todes gewesen. Dann habe ich aber gesagt, so Leute, das bezieht sich nur auf Eve, alle anderen Frauen sind davon ausgenommen. Ja, wobei Eve ja auch keine richtige Frau ist. Muss ja, genau, sagen. Da kann man das ja dann mal machen. Gerade wollte ich doch sagen, nee, ich bin da total easy und so, kann man Witze machen, aber weißt du, so nicht, mein Freund, so nicht. Weißt du, so nicht. Ich verteile dir den ganzen Scheiß Schnee wieder. Ich verteile dir den ganzen Scheiß Schnee wieder, den ich gerade eingesammelt habe. Du Scheiß Schneemann! Du Arschloch! Hey, du kannst froh sein, es sind sogar noch welche gestorben durch die Fackeln, ne? Und durch die Creeper! Was? Nein, ey, da ist kein Creeper aufgegangen. Nein, da ist kein Creeper. Guck dein Haus an, es ist alles ganz, da ist nichts passiert. Was ist eben passiert? Es ist nichts passiert, glaub mir. Was ist passiert? Gar nichts. Es ist alles okay. Es ist nichts passiert. Ich muss einen Screenshot davon machen, wie das aussieht. Revi, stell dich mal bitte in die ganzen Schneebälle. Das nein. Ist geil. Bitte. Warte, die FPS droppt wegen der ganzen Schneebälle, die hier rumliegen, ey. Ja. Nimm die mal bitte jemand auf. Och, Mann. Hab ich gar keinen. Oh, daraus kann ich ja wieder neue Schneeblöcke machen. Da kann ich neue Männer spawnen.
Ich pack's nicht. Ich hab dein ganzes Feld abgeerntet. Ey, du kannst froh sein, ne, dass sie gestorben sind. Das waren mal 150 Schneemänner in deiner Bude. Der war so eine richtig fette Party, Alter. Die sind richtig abgegangen. Immer wenn einer reinkam, haben die den ganzen Eingang belagert. Kevin, hast du gemerkt, was ich mit deinem Feld gemacht habe? Ja, ja, du hast das hinten geerntet, komplett. Und ich habe da überall Pimmel drauf gepflanzt. Das war mein Troll heute, in Weizenform. Ah, okay. Ha, naja. Ich hab dich getrollt, naja. Du Wichser. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Am liebsten würde ich dich in der nächsten Folge trollen. Das Problem ist einfach, dass du die ganze Zeit auch hier bist und ein hobbyloser Bastard bist, der 12 Stunden seines Lebens auf dem Server verbringt. Nein, nein, ich bin gleich weg. Ich bin doch noch da. Kevin, Alter, pass auf, in der nächsten Folge gehen wir hin, machen wir das Schwert und dann möchte ich auch mal jemanden trollen, okay? Okay, können wir machen. Wen? Ja, lass einfach mal Zander trollen. Guck mal, der zieht sich hier aus allem raus. Der denkt sich so, ja, ich gehe jetzt einfach mal für 3 Tage so in die Schweiz, mach mit Pizmeet ein bisschen was, ja? Und, ja, ja, will da wieder Abos schnorren, ja, ne? Ja, und mach jetzt hier Ubisoft-Event und so ein Kram. Denkt sich so, ja, Craft Attack, läuft ja alles so nebenbei. Der wird sehen, Junge. Der wird jetzt sehen, der Fisch. Der braucht sich hier gar nicht aus der Affäre ziehen. Meinst du Zander oder eher Dena? Weil mit Felix habe ich auch noch eigentlich eine Rechnung offen. Ja, komm, dann machen wir den. Wir können auch beide zusammen machen, einfach. Boah, das wäre heavy, Alter. Aber ja, also Zander muss schon ein bisschen in die Verantwortung gezogen werden. Mein Haus sieht ja jetzt spitzenmäßig hier aus. Wie eine Kackfarm sieht das hier aus. Ja, vielen, vielen Dank, Kevin, für deine Unterstützung hier. Hier fehlt auch einfach. Wieso fehlt hier ein? Hier fehlt ein Boden. Nein, da fehlt keiner. Das sieht nur so aus, als wenn der fehlt. Hier fehlt ein, ja, ganz sicher. Hier fehlt ein Boden und Kevin. Ja, was ist in diesem Turm passiert? Nicht lieber so, wie eben immer Kevin hier sagt. Hier war kein Creeper, Kevin? Hier war keiner, das war dann schon so. Kevin? Alles also hier war gar kein Creeper im Haus, hier ist nichts passiert. Aha. Ja, gut, Leute, was soll ich sagen? Ich bin mal wieder ein Opfer gewesen, wurde hart gefickt. Aber ich bin ja langsam da. Jetzt falle ich hier schon wieder runter. Ich bin es ja leider Gottes schon wieder gewöhnt. Das war's von dieser wunderschönen Folge Craft Attack. Na, schaut bei Kevin vorbei. Danke da auch für die blauen Fensterscheiben in dem Sinne, Kevin hier, ne? Ich dachte, das sieht ein bisschen heiliger aus. Nein, das sieht scheiße aus. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Ne? Tschüss.